Liebe Zuschauer, hier ist Ihre Emma Stabel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Ähnlich wie Berlin-Neukölln ist der Duisburger Stadtteil Marxloh so etwas wie ein Synonym für die Verdrängung der einheimischen Bevölkerung durch Migranten geworden. Mehr als 60% der Bevölkerung haben ausländische Wurzeln. Islamische Parallelgesellschaften haben sich herausgebildet, die über 30 Meter hohen Minarette der DİTİB-Moschee haben die Schlote der ansässigen Stahlindustrie längst als Wahrzeichen abgelöst. Wir haben für Sie Marxloh besucht und zeigen Ihnen Bilder, die verdeutlichen, dass es dort vieler Ortsecken gibt, die man ohne Übertreibung als No-Go-Areas für Deutsche bezeichnen kann. Der Duisburger Stadtteil Marxloh ist spätestens seit dem Besuch von Kanzlerin Merkel bundesweit bekannt. Doch Stippvisiten der Politprominenz ändern ebenso wenig an den Problemen wie die Pläne des Rathauses, die das Viertel wieder familienfreundlicher machen sollen. Die Frage ist nur, für welche Familien sich die Politik einsetzen will. Die Mehrheit in Nordrhein-Westfalens Problemkiez Nummer 1 bilden nämlich mittlerweile Familien ausländischer Herkunft. Melanie Händelkes, die die NPD im Duisburger Stadtrat vertritt, arbeitet selbst als Erzieherin bei der Stadt Köln und kennt die Situation in sozialen Brennpunkten wie Marxloh aus der eigenen Arbeit. Die Situation hier in Duisburg-Marxloh war schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise dramatisch. Roma-Banden, Klaukids und kriminelle arabische Clans treiben hier Unwesen. Junge orientalische Männer und Frauen mit Kopftuch bestimmen das Straßenbild. Fast jeden Tag kommt es an irgendeiner Ecke zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Ausländergruppen, zumeist zwischen Arabern und Türken. Daneben ist auch die zunehmende Verwahrlosung, wie hier im Schwelgernpark, ein gravierendes Problem. An vielen Ecken Müll, soweit das Auge reicht. Ein Rundgang mit einem Anwohner aus Marxloh, der seit 1956 dort wohnt und das Kippen des Stadtteils miterlebt hat, bestätigt gegenüber DSTV die prekäre Lage im Viertel. Ehrlich, das war richtig schön, war das hier gewesen. Aber das ist ja, was die Politik daraus macht. Jetzt die Arbeiter, die hier gewohnt haben, die waren stolz gewesen, dass die ihre Kinder großgezogen haben hier und alles. Oma und Opa, das war ja alles Bergbau. Und seit dem Bergbau hier weg ist, ja, kannst du auch die Kirmen, die auf den Kirmen stehen, habe ich auch gefragt. Die kommen ja mehr rum in den ganzen Kohlenpott. Ne? Seitdem die Kohle aus dem Revier raus ist, ist Feierabend. Ist das alles umgekippt? Ja. Die Kriminalität hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Ja, sicher. Die Kriminalität ist hier schon auf einem hohen Punkt. Ne? Ich sag, vor ein paar Wochen haben sie bei uns oben beim Nachbar eingebrochen. Da war meine Tochter aus dem Emsland da, muss man sich mal überlegen. Am helllichten Tag. Da kommt die Tochter von der Hausbewohnerin da, ne? Die waren ja im Urlaub. Der ist eingebrochen. Wie ist er hier eingebrochen? Ich habe gar nichts mehr. Ja. Ne? Und die Polizei macht hier nichts. Mittlerweile sind wir bei unserem Rundgang an einem Grundstück angekommen, auf dem früher einmal eine katholische Kirche stand. Hier soll demnächst ein neuer Gemeinschaftsplatz entstehen. Da sind meine Kinder hier rumgegangen. Ne? Und ja, war schön gewesen. Jetzt auf einmal war das Dach kaputt. Ne? Nach noch niemals 30 Jahren. Schwer verständlich. Ne? Aber gesagt, es lohnt sich nicht. Ja, und dann wollten sie doch, ach, was weiß ich, wo du die Uhren reinstellen kannst, so ein Immatorium oder wie das heißt, ich weiß nicht. Und naja, das hat sich alles erübrigt dann. Ja, und auf einmal haben sie das abgerissen. Die abgerissene Kirche hat geradezu einen symbolischen Charakter. Wo einst heimische Kultur ihren Platz hatte, breiten sich islamische Parallelgesellschaften immer weiter aus. Sichtbarstes Zeichen der fortschreitenden Überfremdung und Islamisierung unserer Stadt ist die DİTİB-Großmoschee an der Warburgstraße, die Platz für 1200 Muslime bietet und damit zu den größten Moscheen in Deutschland und ganz Europa zählt. Mittlerweile haben 64% der Bevölkerung in Marxloh einen Migrationshintergrund. Die Forderungen der NPD nach einer Ausweisung von kriminellen Ausländern und abgelehnten Asylbewerbern sowie einem sofortigen Zuwanderungsstopp sind daher heutzutage berechtigter denn je. Nur durch eine konsequente Rückführungspolitik können die Probleme überhaupt noch abgemildert werden. Während unseres Besuchs in Marxloh ist schließlich auch der Landesvorsitzende der NPD in NRW, Claus Cremer, aus Bochum vorbeigekommen, um sich aus erster Hand über die Situation vor Ort zu informieren. In Duisburg, wie auch in den anderen Städten des Ruhrgebietes, zeigen sich die Folgen einer nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte verfehlten Asyl- und Zuwanderungspolitik überdeutlich. Wir als NPD warnen schon mindestens ebenso lange vor genau diesen Folgen und werden, gerade jetzt, wo die Asylflut bisher ungeahnte Dimensionen angenommen hat, unseren Widerstand gegen die Überfremdung und Islamisierung unserer Heimat verstärken. Wir wollen nicht hinnehmen, dass Stadtteile wie Marxloh oder gar ganze Städte in näherer Zukunft ihren deutschen Charakter verlieren. Uns geht es nicht nur um kleine Kurskorrekturen, sondern um einen grundlegenden Politikwechsel, damit auch künftige Generationen von Deutschen eine Zukunft im eigenen Land haben. Diese Zukunft sicherzustellen, muss Aufgabe der Politik sein. Sonst ist Marxloh, um es einmal in Anlehnung an Buschkowski zu sagen, bald überall. DSTV wird sich auch weiterhin nicht scheuen, direkt an die Brennpunkte zu gehen. Wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen wollen, zeichnen Sie ein Abo der Deutschen Stimme oder bedenken Sie uns mit einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir auch weiterhin die Themen zur Sprache bringen, um die andere lieber einen großen Bogen machen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Bis zur nächsten Sendung, Ihre Emma Stabel.